Ja, Leute, ich grüße euch hier vom Fähranleger Teufelsbrück. Ich starte heute mal wieder eine Tour. Die geht quasi über Finkenwerder, über den höchsten Berg Hamburgs, wieder zurück nach Hamburg. Seid gespannt, seid dabei. Ich wünsche euch viel Spaß. Leute, ich begrüße euch hier von einem der ersten Highlights auf dieser Tour, und zwar das Airbuswerk in Finkenwerder, heute auch mit Feuerwehreinsatz. Dafür gibt es hier nämlich extra an unserer Strecke, die wir geplant haben, quasi eine Besucherplattform, auf der man so Planes bauen kann. Heute leider keine Starts und Landungen, aber super. Leute, ich mache hier gerade noch mal Pause, bevor ich jetzt zum schwierigeren Teil des Ganzen heute komme. Also die Route heute sind ja so 75 Kilometer. Der gute Just Roadbike hat in seiner Jedermann-Challenge in der Route, die er mir gemacht hat, leider ein bisschen viel Gravel drin. Ich bin ja tatsächlich irgendwie dann doch eher so der Straßenreiter. Aber naja, gut, da muss ich jetzt durch. Aber jetzt vor mir noch mal Kraft tanken, bevor ich jetzt den Hasselbrack besteige mit 118 Metern. Ihr werdet es ja sehen, oder viele kennen den vielleicht auch schon aus anderen Spots von anderen YouTubern, aber naja, 118 Meter, andere werden lachen, aber das ist schon irgendwie, wenn man aus Hamburg kommt, schon ganz schön ein Stück. Also, ich mach mal los. Ja, Freunde, das Schöne an dieser Challenge ist, dass man ja nochmal Wege sieht, die man mit dem Fahrrad vielleicht nicht unbedingt sehen würde. Ich gehe da mal zu Fuß, ne? Ich war eben gerade auf dem Hasselbrack, also dem höchsten Berg Hamburgs mit 116 Metern. Der liegt quasi da. Da war aber so viel los, dass ich nur schnell ein Foto von meinem Fahrrad vor diesem Stein gemacht habe, um dann wieder weiterzufahren. Deswegen gibt es jetzt das Video hier aus einer anderen Umgebung mit einfach mehr Ruhe. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, weil die ganzen fremden Leute müssen ja nur nichts in meinem Video suchen.
Leute, hier befinde ich mich vorm Eingang des Wildparks Schwarze Berge von den Toren von Hamburg. Und hier könnt ihr Hängebauchschweinchen streicheln und allerhand Tiere sehen, die auch hier in den Klimazonen da sein könnten. Leute, eine meiner letzten Stationen heute. Ich begrüße euch vom Freilichtmuseum am Kiekeberg, auch vor den Toren Hamburgs, eigentlich direkt gelegen neben dem Wildpark Schwarze Berge. Hier kann man sich, also wenn Corona jetzt gerade nicht ist, kann man sich alte Bauernhäuser und einfach das Leben von vor ein paar hundert Jahren angucken. Ist auch sehr spannend auf jeden Fall. Wieder Outro-Time. Und zwar habe ich gerade das Video fertig geschnitten, das seht ihr dann. Ja, die Tour war ein bisschen wild. Ich danke nochmal für die Challenge Just Road Bike. Die war tatsächlich mir fast ein bisschen zu gravelig, aber irgendwie habe ich es ja doch hinbekommen, auch wenn ich ein bisschen viel in der Gegend rumlaufen musste und irgendwie die Aufnahmen ein bisschen komisch wurden dadurch, weil sich anscheinend ein bisschen die Kamera verschoben hat. Aber naja, das nächste Mal wird bestimmt besser. Abonnieren nicht vergessen, auf Gefällt mir drücken. Bis zum nächsten Mal.